Der letzte Part, den ich aufgenommen habe, war wohl vor 5 Tagen oder so. Ja, wir sollten mal schnell weitermachen. Wir kommen zurück. Also wirklich, ich habe jetzt für 4, 5 Tage nichts aufgenommen. Entweder war ins Haus zu haben oder ich habe den ganzen Nachmittag damit verbracht, Among Us zu spielen. Der Anblick dieses bezaubernden Gesichts hat mich beinahe erblinden lassen. Komm, erzähl mir von dir. Gehen wir da drüben in den Palmenschatten? Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Mist, wieder eine weg. War ja klar, dass du wieder den Rücken hinterherjagst, Sylvain. Kannst du dich nicht mal zusammenreißen? Ingrid, guck dich mal um. Siehst du all die Damen, die auf ein tropisches Abenteuer hoffen? Es wäre doch unhöflich von mir, wenn ich da nicht liefern würde. Jetzt versuch nicht wieder, dich rauszuwinden. Jeder, den du hier siehst, ist ein Held und jeder wurde vom Beschwörer hierher gerufen. Alles, was wir tun, wirft ein entsprechendes Licht auf den Beschwörer. Hörst du mir zu? Irgendwie wünschte ich, wir könnten seine Hoheit hierher bringen. Nur um zu sehen, wie er auf einen Strand reagiert. Keiler können doch schwimmen, oder? Sylvain! War nur ein Spaß. Ich bin ja nicht Felix. Aber ich wünschte wirklich, er wäre hier. Und Felix auch. Den beiden würde es gut tun, dem Meer beim Glitzern zuzusehen. Weil wie heißt es? Gavith March, Mucke im Hintergrund da. Nervt auf Dauer, ne? Weil ich habe das Spiel 300 Stunden gespielt, also nervt auf Dauer. Ja, ich wünschte auch, sie wären hier. Tja, aber da weder du noch ich sie herbeibeschwören können, nutze ich meine Zeit lieber anders. Ich gehe mich mal eine Runde in der Brandung vergnügen. Jetzt hat er sich doch wieder aus der Schlinge gefunden. Oh, geil, der Fußball. Hallo Ingrid, bedrückt dich etwas? Du kannst mir dein Herz ausschütten, wann immer du willst. Digga, was hat der für eine Unterhose einfach mit dieser Rose? What the fuck, Alter? Vielleicht können wir ja gemeinsam ein Erfrischungsgetränk am Strand zu uns nehmen. Geh einfach weiter, Lorenz. Ich habe auch so schon genug Kopfschmerzen. Oh, ja. So. Ich hab irgendwie nie Lust zu tanzen. Ich meine, das bringt auch kein EP ein. So, du besiegst Ingrid mit einem Seestern an ihrer Lanze. Okay. Wie konnten wir nur verlieren? Vielleicht ist das unser Teamwork, das noch ausbaufähig ist. In diesem Fall wäre eine strategische Beratschlagung im Rahmen eines Abendessens angebracht. Was meinst du, Ingrid? Ingrid? Wo ist sie hin? Digga, ich kann den Typen einfach nicht leiden. Der ist auch mega schwach, ne? Der ist noch nicht mal stark, ne? Strandblumen. Okay, wer kommt noch neben Sylvain dazu? Was sind ja immer für 4, 5 Kostümen. Sind wir im Himmel? Seht euch diese riesigen Blumen an. Einfach paradiesisch. Ah, ja, stimmt. Konntest du vergessen? Bitte, nimm das hier ernst, Sylvain. Was halten die da? Sind das Gewichte? Auf jeden Fall haben die beide nice Bikinis, muss ich schon zugeben. Du bist eine wunderbare Anführerin, so sanft und doch so bestimmt.
Ah, Dorothea auch so. Wow. Echt nice. Du bist viel zu nachsichtig, Magistra. Und ihr auch, große Rea, wenn ich mir die Anmerkung erlauben darf. Ich hätte den Kerl gar nicht erst mitgenommen. Nicht doch, mein Wagemut giert nach Augenzeugen. Gehen wir. Ja, einfach mal ein Fisch am Speer, Alter. Und einfach mit seinen Drinks da. Und du besiegst beide mit Rhea. Warum auch immer die zwei zusammen sind. Sind stark. Wir sollten uns fürs Erste zurückziehen. Ja, wirklich besser. Eines Tages am Meer. Ich mache schon mal die PlayStation auf, ne? Damit ich die schon mal habe. Ich bin hier zwar nicht so ganz in meinem Element, aber ich werde nicht verlieren. Wir werden uns nicht zurückhalten, nur weil wir in Strandbekleidung unterwegs sind. Wo landen? Euch will ich zeigen, wie ein wahrer Adliger kämpft. Halt einfach dein Maul, Digga. Auch wenn es so aussieht, ich mache das hier nicht nur zum Spaß. Erlaubt mir, euch zu helfen. Alles klar, dann auf. Das ist Ingrid. Stimmt, tanzen. Ich glaube, das war das Klügste, auf sie tanzen zu machen, ne? In Dings. Sag mal, ich habe jetzt die Animation dafür gerade nicht an. Aber kämpft der Typ mit seinem Drink? Weggeböllert mit Ninian. Was hockst du denn da auf dem Boden, Ingrid? Ich sammle Muscheln als Mitbringsel für die Studenten, die nicht mitkommen konnten. Und diese Blumen hier kann ich vielleicht in meinem Buch pressen. Alter, Digga, sprachen ja an Bauern. Mitbringsel, Egal, welche Geschenke du mitbringst, sie werden sicher nicht so schön sein wie unser Aufenthalt hier. Stimmt, die Freude, die wir hier hatten, kann ich Ihnen nicht ansatzweise weiterschenken. Aber ich dachte, vielleicht scheitern die Souvenirs hier ein wenig auf. Vielleicht bringen sie Ihnen Hoffnung. Hoffnung? Ja, Hoffnung. Weil es auf der Welt immer noch wunderschöne Orte wie diesen hier gibt. Hoffnung darauf, dass sie eines Tages vielleicht auch einmal hier zu Besuch sein werden. Ich weiß, wir stecken mitten in einem Krieg, aber wenn der Frieden zurückgekehrt ist, können wir vielleicht eines Tages alle gemeinsam an den Strand. Das ist zumindest meine Hoffnung. Kein schlechter Gedanke. Ich werde mal mit dem Beschwörer reden. Vielleicht beschwört er das nächste Mal ja mal alle blaue Löwen. Was ist mit den Studenten, der anderen aus den anderen Häusern? Du meinst, ich soll fragen, ob er gleich die ganze Akademie hier beschwört? Oh ja, es würde mir auch nichts ausmachen, wenn wir uns noch ein paar Jahre gedulden müssen. Hauptsache, wir können eines Tages alle gemeinsam hier sein. Ach, hier seid ihr. Wir haben euch schon gesucht. Die Magister ruft. Sie plant wohl, uns alle auf eine Eisspeise einzuladen, wenn ich recht verstanden habe.
Oh, schon unterwegs. Klingt gut. Oh, Lorenz, was ist denn aus dem Mädchen geworden, das du angesprochen hast? Ach, tja. Okay, Wettrennen bis zur Magistra. Wer zuerst ankommt, darf sich als erster die Eissorte aussuchen. Gebongt. Wir sehen uns am Ziel. Okay. Das war's ja schon. Mit dem Spaß. Nur noch drei, dann haben wir für den Moment alle gemacht. Dann kann ich ja wieder 7 Monate Pause machen. Spaß. Großmeister ist es ja nicht, sondern ich hinzugekommen. Durchbruch. Ich mache erstmal Ton aus, weil. Um sicher zu gehen. Nummer 18. Okay, und du machst das, Junge. Ah, das ist hier noch einer. Das dauert, das geht alles so schnell, ne? Zehn Jahre später. Oh, zweite Runde. Das ist mal Erika. Dann der Typ. Und Scheiße, das geht so schnell. Ich mache nach jedem Move einfach Pause, ne? Sundara Shell, du gehst auf ihn. Und jetzt haben wir noch 3 Runden. So, als nächstes. Ephraim nach oben. Der hat auch so ein Special-Ding, das ihn heilt. Okay. Dann Drehung. So. Ich muss erstmal warten im Video, bis das da die. Diese Phase fertig ist. Okay, was machen wir jetzt? Erstmal mit Lara Shell den da unten killen. Damit der aufhört zu nerven. Danach. Machen wir das. Anschließend machen wir das hier. Bin jetzt zwar kein Experte, aber ja, ich denke, wir müssen mit ihm jetzt den hier erledigen. Die dauern sehr viel länger. Und du besiegst ihn dann. Ey, die dauern übelst lang. Für den haben wir jetzt 4 Minuten oder so gebraucht. Schrilles Dilemma. Oder Trilemma. Acht Phasen. Ja, okay, also.
Können sich alle nur ein Feld weit bewegen. Wird auf jeden Fall in der Gegnerphase beendet. Also, jetzt machen wir folgendes, und zwar zuerst gehen wir mit Maribel hoch und greifen den Typen an anscheinend. Als nächstes, okay, das hat anscheinend einen Effekt gemacht, mit dem wir die anscheinend schneller killen können oder so, weil ich denke nicht, dass wir vorher so viel Schaden gemacht haben. Danach mit Saizo erhöhen wir was bei Batre. Und Bartrick killt den Typen da oben. Okay. So, erstmal machen wir das. Dann mit Saizo greifen wir dich an. Dann mit Maribel den da unten. Und dann, ja, wer hätte es gedacht, mit ihr greifen wir den an. Ich will erstmal pausieren, bevor der da was in der Phase macht. Und Scheiße, Maribel einmal Aufopferung Plus eingesetzt. Das weiß ich gerade gar nicht. Ich habe das zum ersten Mal da mal nach unten geguckt, ne? Da muss man irgendwie dreimal Dark Souls durchspielen, das fünfmal einsetzen und das machen dreimal. So, das war eine interessante erste Phase. Ist auch gar nicht so lang mit den 7, ne? Die sind ja jetzt mittlerweile 9 bewohnt. Ich denke aber auch, dass da jetzt niemand nachkommen wird, also. Und das wird schon alles sein, denke ich. Es macht bisher nur Stoß. Und okay. Ja, okay. Jetzt erstes. Danach. Sie boosten. Und dann stoßen.
Okay, jetzt letzte Runde. Oh, ich darf jetzt keinen Fehler machen, ne? Ich glaube, es hat jetzt nur einmal angegriffen, das war gerade eben. Und der Rest ist easy. Darauf jetzt mal einen Schluck Sprudel. Jo, reißt euch zusammen, Leute. Es wird Nummer 21 gemacht. Sind halt immer noch nicht beim Drittel davon. Zuerst werden wir mit Sonja das hier zerstören. Danach nehmen wir einen Zug mit ihr. Ich sage, wir gehen danach einen Zug mit ihr. Mit dir den Typen an. Du siehst aus wie All Might für Arme. Ich hoffe, dass 7 jetzt wieder Standard ist, weil 9 ist mir echt zu lang. Da die, wo 9 Phasen lang sind. Dann. Jetzt muss All Might für Arme auf die Fresse kriegen. Vorletzte Phase. Okay, du noch schon mal den Typen aus. Und mir auf den hier. Phase beenden. Jetzt letzte Runde. Und du besiegst ihn jetzt. Ich hatte gerade echt kurz Angst, dass ich es verkackt hätte. Schwach und besorgt. Danach hätten wir ungefähr ein Drittel gemacht, weil es sind 65 aktuell. Alter, 9 Züge, die kann ich nicht leiden. Oh, Hawkeye. Nice. By the way, beim Nachspielen bin ich gesagt, bei Kapitel 18, glaube ich, ist es. Auf jeden Fall bei diesem Piratenschiff bin ich jetzt, was das Nachspielen angeht. Boah, ich freue mich schon, wenn ich Hawkeye wieder habe. Ich glaube, das ist der einzige tätowierte Fire Emblem-Charakter. Oh, ist das wieder so ein Charakter? Ich kann nicht leiden, diese Art von Charaktere. Aber das spawnt auch noch welche nach. Oh Gott.
Du runter. Dann kämpfst du gegen den Typen. Dann Hawkeye. Und okay, der ist eigentlich auch am Gefäß für Lucina. Okay. So, Hawkeye als nächstes, oder? Nein, Lucina. Okay, eins hoch und eins hoch. So, zwei Spielerphasen, Alter. Oh, guck mal, du darfst auch mal was machen. Und ich verstehe das immer noch nicht. Dann setze ich mir den Text da unten auch nicht an. Dann wird es auch wahrscheinlich liegen. Was macht Hawkeye jetzt? Wahrscheinlich runtergehen, ja. Okay. Als nächstes. Okay, mit Nino, den da unten angreifen. Ne? Sina auch. Okay, da so, okay. Ich glaube, das letzte sollte mehr als offensichtlich sein. Puh. Alter, wir werden safe keinen mehr schaffen heute. Wir haben jetzt wie viel gemacht? 4 Stück oder so? Oder 5? Holy shit. Wir haben jetzt gerade mal ein Drittel geschafft. Na, im nächsten Part machen wir weiter mit der nächsten Nebenquest. Da geht es dann um Piraten. Ich hoffe, ihr freut euch schon. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss. Süß.